Journalist und WikiLeaks-Gründer Assange, Julian Assange, der ist ja derzeit bei seinem Prozess in London am 20. und auch am 21. Februar, wird da jetzt entschieden, wie es mit ihm weitergeht. Es wird wahrscheinlich eine Auslieferung in die USA geben. Das wünschen wir uns nicht. Ja, es geht darum, ob eben die Berufung, die er eingelegt hat über die Auslieferung, zulässig ist oder nicht. Und dazu müssen wir mal sagen, Julian Assange sitzt unschuldig im Gefängnis. Er hat einfach seinen Job gemacht und wenn er ausgeliefert wird, ist das eine Katastrophe. Es ist für die Pressefreiheit, für die Meinungsfreiheit, es ist für unsere europäischen Werte, für den kritischen Journalismus. Wenn wir uns anschauen, was symbolisiert uns das, wenn Julian Assange ausgeliefert wird, symbolisiert uns das, kritische Stimmen werden stumm gemacht. Und das heißt, die Mächtigen und die politischen Mächte und Fädenzieher haben das Zepter in der Hand. Und das ist für uns, es ist eine Katastrophe. Und da wird ein Exempel statuiert. Und deswegen ist es so wichtig auch, dass wir aktivistisch auf die Straße gehen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen, dass wir unsere Stimme erheben und dabei bleiben und sagen, nein, das geht so nicht. Wir sind nicht einverstanden, das ist nicht rechtens. Und jetzt war der Fall Nawalny eine Katastrophe, ja? Stirbt im Gefängnis, alles politisch. Ja? Und sind wir besser, wenn wir Julian Assange, die Auslieferung, wenn das stattfindet, sind wir da besser? Überhaupt nicht. Das ist Doppelmoral. Wo ist Europa mit seinen Werten? Die Grundrechte, die Menschenrechte, das wird alles mit Füßen getreten, wenn das wirklich so stattfindet. Und ich will das nicht glauben. Also ich hoffe bis zuletzt, wir hoffen bis zuletzt. Und gestern bei der Demonstration, die wir als GGI initiiert haben, waren 250 Menschen auf der Straße und haben auch gezeigt, nein, wir lassen uns das nicht gefallen. Wir haben Flashmobs gemacht, wir haben Kundgebungen am Stephansplatz gehalten. Und es ist einfach wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und es zeigt uns auch, wenn das wirklich stattfindet, dann ist der Journalismus... Journalismus darf kein Verbrechen sein. Niemals darf Journalismus zum Verbrechen werden. Jetzt haben Sie es angesprochen, und das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Es hat solidarische Kundgebungen gegeben in Wien, in Stuttgart, international in London, in großen Städten. Man hat sich dafür eingesetzt, dass man Julian Assange freilässt. Jetzt wissen wir, seit 12 Jahren kann er sich nicht mehr frei bewegen. Seit 5 Jahren ist er in Einzelhaft. Wie geht es ihm denn aktuell? Ihm geht es aktuell sehr schlecht. Er konnte auch bei den Verhandlungen jetzt nicht teilnehmen gestern. Und ich muss sagen, ich bin Mutter zweier Kinder. Der hat seine Kinder noch niemals in Freiheit gesehen. Mir bricht das wirklich das Herz. Und seine Frau kämpft, die Stella kämpft wie eine Löwin. Die ist dabei und versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Sein Vater hat gestern eine ganz berührende Rede in London gehalten. Also da kommen einem die Tränen. Und sein Bruder hat einmal gesagt bei einem Interview, wenn ein Familienmitglied im Gefängnis sitzt, sitzen alle der Familie im Gefängnis. Und das ist wirklich, das ist ein wahrer Wahnsinn. Das ist ein Riesenskandal, was hier passiert. Also man hat ja auch schon gesehen, damals im Asyl in Ecuador ist es ihm schon sehr schlecht gegangen, wie verwahrlost er ausgeschaut hat. Also mit seinen zotteligen Haaren, mit Rasterlocks drinnen, ungepflegt, psychisch auch schon nicht mehr ganz da. Dann wurden ihm alle möglichen Sachen angehängt, Sexualdelikte und was auch immer. Das hat sich dann alles in Luft aufgelöst. Also es ist wirklich menschlich ganz, ganz schlimm, was hier passiert. Und ich als Mutter kann nur sagen, ich fühle mit seiner Familie oder mit seiner Frau, ich fühle da so mit, weil der ist für das Richtige eingestanden. Der hat Kriegsverbrechen, er hat eine Enthüllungsplattform gestartet und hat Kriegsverbrechen aufgezeigt. Er hat Menschenrechtsverletzungen aufgezeigt. Das ist doch das, was wir brauchen. Das ist das, was wir uns wünschen. So ein Mensch sollte als Hero gefeiert werden und nicht elendlich verenden in irgendeinem Gefängnis. Das ist ja für Europa... Das ist Europa nicht würdig. Und meiner Meinung nach ist es auch so, wir müssen uns endlich einmal emanzipieren von Amerika. Weil wenn wir uns dem amerikanischen Druck beugen, wo geht das dann weiter? Das hört nie auf. Welcher Journalist traut sich dann auch wirklich
in die Tiefe zu gehen und investigativen Journalismus zu betreiben, die trauen sich ja nicht mehr. Wenn man weiß, okay, aber vielleicht kommt man dann ins Gefängnis, vielleicht wird man sogar umgebracht. Also das ist kein Zeichen der Hoffnung in der heutigen Zeit. Und mir ist das ganz wichtig, dass wir unseren Kindern, unseren Nachkommen ein hoffnungsvolles Bild geben und sagen, okay, für das Richtige müssen wir aufstehen, für das Richtige müssen wir die Energie aufwenden und sagen, das geht so nicht. Jetzt haben wir natürlich bei seiner Funktion, dass er wie ein Whistleblower agiert hat, sagen wir. Wir haben Edward Snowden zum Beispiel, der ja nach Russland geflüchtet ist. Er hat sich dem gestellt, er ist den ecuadorianischen Botschaftern gewesen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie wird es jetzt weitergehen? Sollte er ausgeliefert werden, wird er wahrscheinlich sein restliches Leben in den USA in Haft sein, oder? Ja, es drohen ihm 175 Jahre Haft. Also wir wissen, ein Leben hat nicht so viele Jahre, wie diese Haft ausmacht. Und er hat ja selbst Guantanamo aufgedeckt, also wir wissen, wie es dort ausschaut. Es ist in Amerika, er ist ja jetzt, sind 6 Quadratmeter, es sind einzelhaft im Hochsicherheitsgefängnis. In Amerika wird das nicht besser sein und es ist ein Todesurteil in Wirklichkeit. Also wenn er ausgeliefert wird, sehe ich überhaupt keine Chance mehr für ihn. Das ist traurig, aber wahr und es ist wirklich, wirklich schockierend, was hier gerade passiert. Also es soll ja bis 18 Uhr vielleicht doch das Urteil noch ausgesprochen werden. Ich bin schon wahnsinnig nervös und gespannt, was da passiert. Aber ja, jetzt können wir nur noch hoffen.